Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pasta geht immer. Ja, Pasta geht wirklich immer. Wir machen heute ein Pasta mit Gemüse One-Pot-Gericht in unserem Wunderkessel. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Pasta und Gemüse. Viele schöne Sachen habe ich hier für euch vorbereitet und drei dieser Dinge werden wir jetzt schreddern. Einmal eine Zwiebel, die ich bereits halbiert habe. Dann habe ich hier drei Karotten geschält und in Stücken und eine Zucchini, ebenfalls geschält und in Stücken. Das Ganze zerkleinern wir, wie man das macht, bevor man es dünstet. 5 Sekunden auf Stufe 5. Wir schieben das Gemüse mit dem Spatel nach unten. Das ist auch schon wirklich, ich bin immer wieder erstaunt, in welch kurzer Zeit da so klein gehäckselt wird. Trotz des doch ja wirklich fülligen Inhalts, ne? War ja doch einiges jetzt an Gemüse. Aber ich sagte schon, wir dünsten und deswegen brauchen wir noch Öl. Und zwar Rapsöl, davon 20 Milliliter. Okay, es ist ein bisschen viel geworden, aber ey, Augenmaß. Ich sehe halt auch schlecht. Ich sehe halt auch immer schlecht auf dieses Display. Ne? Gut, also ja, besser zu viel als zu wenig. Ne? Viel hilft viel. Das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf der Varoma-Stufe gedünstet. Im Linkslauf Stufe 1. Unser Gemüse ist angemessen angedünstet. Ich schiebe das nochmal so ein bisschen mit dem Spatel nach unten. Nicht, weil ich es muss, aber weil ich es kann. Man hätte vielleicht auch noch Knoblauch dazu geben können. Das ist wieder so eins von den Gerichten, bei denen man viel, viel Variationsmöglichkeiten hat. Wo ihr wenig variieren könnt, ist jetzt mit der Menge Wassers, die wir hinzugeben. Da brauchen wir 800 Milliliter. Dann haben wir passierte Tomaten, davon 350 Milliliter oder 350 Gramm. Wir haben jetzt die normalen passierten Tomaten geholt. Die gibt es auch mit Kräutern, könnt ihr natürlich auch holen, mit Basilikum. Es gibt die ein bisschen schärfer, so mit Tabasco oder Chili oder sowas. Das bleibt eurem Geschmack überlassen. Und dann brauchen wir noch Tomatenmark. 35 Gramm habe ich jetzt auch schon mal abgewogen für euch, damit ich das nicht immer aus der Tube pressen muss. 200 Milliliter Kochsahne kommen ebenfalls noch rein und das ist schon echt ein Haufen Flüssigkeit, der hier in unseren TM6 kommt. Ich werde aber gleich mal, während das Ganze jetzt hier gleich aufkocht, nachschauen, ob ihr das Rezept modifizieren müsst, wenn ihr für den TM5 das Ganze macht, weil ich glaube zu wissen, dass da der Kessel ein bisschen kleiner ist. Keine Ahnung. Ein Teelöffel Gemüsebrühe kommt noch hinein. An weiteren Gewürzen haben wir noch Knoblauch granuliert, Knoblauchpulver. Und wenn ich es aufkriege, mache ich davon eine Prise hinein. Natürlich auch immer Geschmackssache, wenn man gerne ein bisschen mehr Knoblauch hat. Dann habe ich hier so eine italienische Kräutermischung. Das ist so ein Schiebeding. Da von einem ganzen Esslöffel. Ne? Das ist ein italienisches Gericht. Ne? Immer wenn Nudeln draufsteht, Pasta ist immer italienisch. Da muss man natürlich auch viele italienische Kräuter reinmachen, ne? Weil sonst ist es ja kein Pasta-Gericht. Ne? Also muss ja. Bisschen Pfeffer muss noch dazu. So eine Prise. Und auch ein klein bisschen Salz. Nicht zu viel, auch so 1-2 Prisen reichen, denn wir haben ja die Gemüsebrühe, die ihr übrigens auch durch unseren Suppengrundstock selbstverständlich ersetzen könnt. Das Ganze kochen wir jetzt auf. 9,5 Minuten, 100 Grad, Stufe 1 Linkslauf und dann sehen wir uns wieder. Und ich finde bis dahin raus, ob das auch TM5 geeignet ist. Es hat gekocht und jetzt kommt in unsere Pasta natürlich die Pasta. Ich habe hier 350 Gramm Nudeln. Ihr könnt
auch Verfall nehmen, was auch immer, ja, Macaroni, Rigatoni, whatever, 350 Gramm. Und die werden jetzt nach Packungsangabe, in unserem Fall sind es 12 Minuten, gekocht, auch nochmal 100 Grad stelle ich jetzt ein. Auch hier ganz wichtig, Linkslauf einstellen und die Rührstufe, denn sonst habt ihr anschließend keine Pasta, sondern Pasta Matsch. Bis gleich. Klingelingeling, das war's. Und unser One-Pot-Gericht ist fertig. Und um ganz ehrlich zu sein, das war jetzt überhaupt nicht viel Vorbereitung. Ja, es hat viel von alleine für sich gekocht. In der Zeit konnte ich hier ein bisschen aufräumen, E-Mails beantworten, Instagram durchforsten. Wenn es schnell gehen muss, ist das auf jeden Fall ein tolles Gericht. Wir servieren das jetzt mal, garnieren es ein bisschen und dann wird degustiert. Wir haben eine Suppenkelle. Ja. Jo, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Also für mich reicht das auf jeden Fall als Foto- und Probiertellerchen. Und ich glaube, 2 bis 3 Leute werden da locker satt von. Vor allem mit der Sahne. Also ich finde, das ist bestimmt lecker. Ist bei Nudeln so im Thermomix auch immer so eine Gratwanderung. Ne? Entweder sind sie richtig oder entweder zu verkocht oder was auch immer. Ich bin gespannt, ob jetzt diese 12 Minuten, ob das alles gereicht hat. Und es ist halt noch echt heiß. Hm. Haben noch Biss. Also sind noch nicht verkocht, das ist schon mal sehr gut. Für meinen Geschmack gerne hier noch etwas Chili dran, Tabasco oder was anderes schönes, scharfes, keine Ahnung. Verträgt auf jeden Fall für mein Empfinden noch deutliches an Schärfe. Ansonsten ist das wirklich lecker. Und wie ich sage, diese Sahnesoße, Gemüse-Sahnesoße, ich glaube, das macht schon gut satt. Also ein einfaches, kostengünstiges und vor allen Dingen schnelles Rezept für die Küche zu Hause, das mit Sicherheit auch Kindern gut schmeckt. Es ist vegetarisch. Wenn man entsprechend statt Kochsahne eine vegane Alternative holt, dann ist es auch vegan. Wobei, ich weiß nicht, Nudeln mit Ei, ohne Ei, ja, muss man halt gucken. Wisst ihr aber selbst. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr wollt, mal eure Erfahrungen drunter schreiben. Gibt es da vegane Alternativen zu? Habt ihr das mal ausprobiert? Macht das mal sehr, sehr gerne. Ansonsten abonniert den Kanal. Nicht vergessen, hier ist auch so eine Glocke. Da drauf drücken und dann erfahrt ihr sofort, wenn wir hier wieder ein neues Video machen in der Wunderkesselküche. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.